Sie sind schnell, geschickt und mutig. Und das im Rollstuhl. Beim Sit-and-Skate-Treff in der Dortmunder Skaterhalle haben Kinder und Jugendliche jede Menge Spaß und zeigen, was sie können. Man spürt das Adrenalin im Körper. Einfach wunderbar. Einfach klasse. Weil es ist total cool. Sit-and-Skate ist eine Initiative gegen Ausgrenzung und für ein selbstbestimmtes Leben im Rollstuhl. Seit 5 Jahren engagieren sich Simone Wachowiak und Florian Günther in Dortmund dafür, dass Kinder und Jugendliche mit dem Rollstuhl selbstständig umgehen. Kinder und Jugendlichen können sich hier ausprobieren. Die können Alltagsskills erlernen mit ihrem Rollstuhl, können einfach diese Halle als Riesenspielplatz benutzen. Das geht von Kleinigkeiten wie Kippeln lernen, kleine Stufen hoch- und runterfahren bis zum Rampen runterfahren, kleine Sprünge machen, reindroppen und alle möglichen Techniken versuchen wir zu vermitteln, spielerisch. Hauptberuflich arbeitet Florian Günther als Tontechniker. Aber in seiner gesamten Freizeit engagiert er sich ehrenamtlich für Sit and Skate. Genauso wie Simone. Immer wieder begegnen ihnen Vorurteile, auch von Eltern, deren Kinder auf den Rollstuhl angewiesen sind. Also wir sprechen auch ganz oft die Kinder an, wenn wir in der Stadt potenzielle Skater, Skaterinnen sehen und geben den Kids dann unsere Flyer und sprechen mit denen, ob die vielleicht Lust haben, auch mal zu einem Skatekurs, zu einem Workshop zu kommen. Und ganz oft ist es so, dass die Eltern dann antworten und gar nicht die Kinder selber, die dann relativ verunsichert sind, weil sie es gar nicht gewohnt sind, selber angesprochen zu werden. Ach, das sind auch teilweise schon noch Jugendliche, die einfach gar nicht gelernt haben, selber zu antworten, selber gefragt zu werden. Es ist halt bei Rollstuhlfahrenden oft so, dass sie halt für klein gehalten werden, dass sie nicht gefragt werden, dass sie übersehen werden und einfach übergriffig agiert wird. Sit and Skate ist ein deutschlandweites Projekt des Extremsportlers David Lebusa. Er hat Skaten im Rollstuhl aus den USA nach Deutschland eingeführt. Vor 7 Jahren lernten Simone und Florian ihn in Dortmund auf einem seiner Workshops kennen. Seitdem sind sie befreundet. Als er später wegzog, war für Simone und Florian klar, dass sie die Treffen weiterleiten. Und wir haben uns dann auch irgendwie verpflichtet gefühlt, also im positiven Sinne verpflichtet gefühlt, das weiterzumachen, weil es uns halt auch mega Spaß gemacht hat. Und den Skatern im Rollstuhl natürlich erst recht. Justin ist erst seit 3 Monaten dabei und traut sich heute etwas Neues, einen Push. Dabei muss man das Gewicht nach vorne fallen lassen. Am ersten Mal habe ich Angst gehabt, aber dann ging's. Denn je öfter sie kommen, desto mehr trauen sich die Kinder und Jugendlichen auch zu. Oft haben die Eltern halt total Angst, dass ihre Kinder hinfallen. Und dann ist es so ein bisschen mein Teil der Arbeit, die Eltern zur Seite zu nehmen und zu sagen, dein Kind hat auch das Recht hinzufallen und seine Grenzen kennenzulernen und wieder aufzustehen. Inzwischen kommen auch Erwachsene zu Sit and Skate. So wie Latifa Sharif. Die 23-Jährige erfuhr über Instagram von dem sportlichen Rolli-Treffen. Ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass man sich gegenseitig hier sehr unterstützt und dass auch Flo und Simone da sehr viel Herzblut reinstecken. Außer Skaten hat Latifa hier noch etwas anderes gelernt. Das erste Mal, dass ich hier hingefahren bin, war die erste große Fahrt, die ich mit Zug alleine gemacht habe. Und mittlerweile traue ich mir halt viel mehr zu, auch in dem Bereich alleine zu reisen. Und ich komme hier mittlerweile ohne Probleme regelmäßig an, alleine. Und das hätte ich mir vorher überhaupt nicht zugetraut. Mutig sein, selbstständig bleiben. Eine ständige Herausforderung. 3 Jahre lang konnte Nico Hille aufgrund von Krankheit und Corona nicht an den Treffen teilnehmen. Heute ist er zum ersten Mal wieder dabei. Für mich war es ungewohnt, aber ich hätte nie gedacht, dass es halt so klappt, wie ich es mir gar nicht vorgestellt habe. Also es war ein perfekter Tag für mich jetzt. Und für die anderen auch. Infos zu Sit and Skate gibt's in den sozialen Netzwerken bei Facebook, TikTok, Instagram. Bis zu 30 Kinder und Jugendliche sind dabei. Und es werden immer mehr. Simone und Florian freuen sich, dass sie so vielen zu mehr Selbstständigkeit verhelfen.